Sonntag war Derbytime im Stadion am Schloss Strünkede, dementsprechend stimmungsvoll auch der Empfang der fast 900 Zuschauer und SCW-Coach Christian Knappmann wusste durchaus zu überraschen. Fatloum Tsaskoku und Maurice Kühn hieß die Innenverteidigung, Rika und H. zunächst draußen. Der Gedanke, der dahinter steckt, ist eigentlich simpel und schnell erklärt. Klaas und Streit liefen von der Doppel-6 aus an und erzielten so viele Ballgewinne, die dann Kühn und Tsaskoku von hinten aus nutzten und immer wieder Angriffe einleiten. Die erste Duftmarke setzt hier allerdings Sebastian Mützel, guter Schuss vom Bayer. Doch eben genauso gut die Parade, ergo kein Tor. Knappis Taktik ging allerdings auf. Frühes Anlaufen provoziert den langen Ball und in der Regel ergab das dann den Ballgewinn für seinen SCW. Hier allerdings mal ein kleiner Fehler im System. Diekmann ist durch und Carpentier allerdings auf dem Posten und kann den Ball parieren. Danach Herne dann Feld überlegen, wie man immer so schön im Kommentatorendeutsch sagt, und immer wieder über Kühn und Tsaskoku gefährlich. Gutes Pressing hier im letzten Drittel, dadurch die Ballgewinne immer wieder und immer wieder gefährliche Abschlusssituationen. Hier ist es, fuck mir Ferrati, doch Hernes Zauberfuß und Spielmacher zielt hier etwas zu genau. Dann Freistoß. Beim Gegner heißt das immer Alarmstufe Rot. Der Ball kommt hier auch gefährlich. Kazumi zunächst mit dem Kopf zur Stelle. Dann das Ding aber immer noch scharf. Und am Ende von diesem Flipper-Rodeo steht Marco Nuka, kommt aber mit seinem Schuss nicht an der Abwehr vorbei. Doch Herne blieb dran. Ferrati leitet ein. Unuka bleibt zunächst hängen. Und in der Mitte Klein! Hieße Klein Knappmann hätte der Ball sicher nicht im Netz gezappelt, doch so Klein einen guten Meter neben das Tor. Und eben jener Christian Knappmann konnte mit der ersten Halbzeit zufrieden sein. Das Spiel seiner Mannschaft war gut, lediglich die Tore fehlten ein wenig. Tore sollte er aber zu sehen bekommen im zweiten Durchgang. Kühn rutscht hier in den Ball. Schiedsrichter Brüggemann überlegt kurz und für ihn reicht das als Elfmeter. Und diese Geschichten schreibt nun mal nur der Fußball. Peter Rios van Schmid bleibt eiskalt. Er mit einem kurzen einjährigen Intermezzo hier im Stadion am Schloss Strünkede. Und jetzt mit dem 1:0. Doch da Verlieren nicht auf dem Matchplan von Knappmann steht, brachte er Petrovic und Kaya, zog Kühn vor, Rika jetzt Innenverteidiger. Und hier ist der neue Angreifer, Petrovic. Den kann man mal machen, sagen sie, stimmt. Doch was folgen sollte, war die große Dejan Petrovic Show. Hier Petrovic frei von dem Torwart, bleibt eiskalt. 1:1 Ausgleichstreffer für den Angreifer, den wir uns von Hillerheide organisieren konnten. Aginun 40 Tore aus der letzten Bezirksliga-Saison. Doch wir wollen natürlich auch diesen Freistoß von Ferrati nicht unterschlagen. Latte, der Sieg längst verdient für die Herner Mannschaft. Doch wie gesagt, es folgte noch die Show des Dejan Petrovic. Anschnallen und festhalten würde man auf der Kranger Kirmes sein und Bühne frei für unsere Nummer 18, 88. Spielminute. Petrovic schießt sich in die Herzen der Fans und zum Derby-Helden. 2:1 durch den Doppelpack von Dejan Petrovic. Saisonauftakt geglückt, würde man sagen. Nun spielen wir nächste Woche in Olpe, dann muss man an diese Leistung anknüpfen. Nun mit Applaus und vollkommen zu Recht nennen wir uns Derby-Sieger. Und damit sage ich ciao, tschüss und bis nächste Woche.